Ja, das war die Emmy Denk. Das war ein Lied von Heinrich Strecker. Und jetzt feiere ich eine kleine Premiere. Ich begrüße Oskar Kainz. Herr Kainz, ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie sehr viel bei diesen Pensionisten-Nachmittagen mitmachen, also in Kaffeehäusern. Kaffeehäusern, Häuser der Begegnungen und verschiedene andere Institutionen. Und ich freue mich immer wieder, dass ich die Senioren dabei unterhalten darf. Mit meinen Parodien, mit meinen Wiener Liedern habe ich eine große Freude, dass ich es machen darf. Ja. Neulich ist ja mein Ensemble. Wer ist denn das? Ja, ich habe ein kleines Ensemble zusammengestellt mit fünf Künstlern. Das du Chapik, das du Fauland, ja, du Immer im Spitzbogen. Ja, also es ist recht lustig und gemütlich. Sehr schön. Und Sie schreiben auch Texte? Ich schreibe seit neuestem jetzt auch Texte von Wiener Liedern. Das Neueste, was jetzt geschrieben war, der Teschek. Das habe ich gekriegt. Entschuldigen Sie, dass ich es noch nicht gesungen habe. Wissen Sie, mein Lernen ist jetzt bei mir so langsam. Es wird schon werden. Und noch etwas. Sagen Sie bitte, Herr Kainz, Sie haben ja einen zivilen Beruf auch noch, denn das ist ja Freude. Und das ist ich bin bei einer Versicherung beschäftigt. Na, geht das mit der? Das geht ganz gut, ja. Ist aber im Büro drinnen, nicht? Also Außendienst im Büro. Und da habe ich Gleitzeit und das geht sich ganz gut aus. Ja, Gleitzeit. Da gleitet man. Und der Chef weiß, dass Sie singen, ne? Ja, doch, sehr war eine Freude. Ja, und die Zeit gleitet. Die gleitet, ja. Hoffentlich gut für Sie. Hoffentlich. Sehr schön. Also noch recht viele Engagements wünsche ich Ihnen. Danke vielmals, danke schön. Und jetzt werden Sie ein Lied singen. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Ja, es ist ein Wiener Lied mit dem Titel Einmal kommt doch jeder Mensch nach Wien. Der Josef Petrak weiß ich, von wem noch? Josef Ermatt. Ja. Von wem? Ist das Film? Nein, glaube ich, Robert. Robert heißt Robert. Heißt er bitte? Robert. Ja, Herr Robert, damit Robert. Niemand gekränkt genau. ist. Ich darf die Schrammeln bitten. Einmal kommt doch jeder Mensch nach Wien. Jeder kommt doch irgendeinmal hin. Und bevor sein Wegen wieder weiterführt, hat der Wiener einmal längst sein Herz lädiert. Wien schmilzt einen Eisberg über Nacht. Wien, das manchmal weint, doch meistens lacht. Niemand kann der Stadt entfliehen. Und jeder kommt einmal nach Wien. Gehen Sie irgendwo ins Verkehrsbüro, dann empfiehlt man Ihnen sowieso. Erstens einmal Wien, zweitens einmal Wien und gesperrt gedruckt steht's im Prospekt noch drin. Einmal kommt doch jeder Mensch nach Wien, jeder kommt doch irgendeinmal hin und bevor sein Weg ihn wieder weiterführt, hat ja Wiener einmal längst sein Herz lädiert. Wien schmilzt einen Eisberg über Nacht. Wien, das manchmal weint und meistens lacht. Niemand kann der Stadt entfliehen. Und jeder kommt einmal nach Wien. Ja, das war Oskar Kainz mit einem Lied von Josef Petrak und Ernst Robert. Ja, sehen Sie, so singt man Lieder in Wien. Und ich freue mich so, als ich gehört habe, dass der Herr Kainz also auch so diese Betreuung da übernommen hat und wienerische Lieder singt. Man redet ja sehr viel über Wien und über Dialekt und die Art. Und da darf ich Ihnen gleich gestehen.